Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Archivalos Box von Unzucht. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Archivalos von Unzucht, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das fünfte Album der Band. Wir haben hier eine kleine quadratische kompakte Box und ich würde sagen, wir machen als erstes mal die Folie ab und dann schauen wir uns das mal an. So, der Albumtitel ist etwas mysteriös. Archivalos kennen wahrscheinlich so die wenigsten, kommt so aus der Mythologie mehr oder weniger und bezeichnet einen kopflosen Dämon. Ja, der Name ist Programm, denn hier sehen wir es, eine Gestalt, die so ein bisschen ja, Mensch ähnlich oder sogar ein Mensch ist. Allerdings fehlt dieser Gestalt scheinbar der Kopf, also der Archivalos hier dargestellt. Oben rechts lesen wir Unzucht Archivalos Limited Edition. Unzucht auf der Seite, hier auch nochmal mit Albumtitel, hier wieder nur Bandname und hier mit Albumtitel. Auf der Rückseite haben wir das Ganze in Rot, Schwarz und Weiß gestaltet. Hier so ein Tierschädel. Und dann haben wir hier einerseits die Tracklist. Wir haben hier Disc 1, also auf CD Nummer 1, 11 Tracks plus einen Bonus-Track mit einem Feature. Okay, also 12 Tracks sind hier auf CD 1. Und dann haben wir CD 2, Unzucht Piano. Das bedeutet, wir haben hier Tracks in der Piano-Variante, 10 Stück, nochmal oben drauf. Und hier lesen wir dann auch noch, was sich in der Box befindet. Und zwar, this limited edition Fanbox contains exclusive bonus disc with piano versions, matching patch, a unique flag, hand signed autograph card. Also das alles obendrauf eben zu dem regulären Album. Das Ganze ist erschienen über Out of Line. Die Labels, die Logos, Barcode, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar, von innen in weiß. Und dann kommt uns auch schon das Herzstück entgegen. Also einmal hier das Album an sich. Dann haben wir in einer Bonus-CD oder in einer zweiten Hülle die Bonus-CD Unzucht Piano. Dann der Patch. Die Fahne. Und dann haben wir hier auch noch nicht nur eine Autogrammkarte, sondern zeitgleich auch ein Zertifikat. Jawohl. So, wir packen die Box mal wieder zusammen und machen sie zur Seite. Und die beiden CDs, die beiden Tonträger sind hier noch in Folie eingeschweißt. Werden wir mal hier aus der Folie befreien. Einmal. Und, na, irgendwie will es nicht so recht. Okay, andere Seite. So, aber jetzt. Und zweimal. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier, Cover Ident, wie auch schon auf der Box. Wir haben hier ein Jewel Case. Auf der Seite lesen wir Archivalos, Unzucht, Katalognummer und das Logo von Out of Line. Auf der Rückseite die Tracklist, wie gesagt 11 plus 1, also 12 Tracks. Dann hier oben der Barcode, Made in Germany lesen wir hier noch. Und dann haben wir auch wieder kryptische Grafiken. Also wenn ich es richtig erkenne, sind das hier vier so Schnipsel von Augen, die hier zu einem merkwürdigen Symbol sich hier so zusammengetan haben. Ja, also hat auf jeden Fall sowas mit Dämonen und so weiter im Artwork. Wirkt auf jeden Fall so und hat auch so, ja, einen Touch von Okkultismus. So, darunter haben wir wieder die Beteiligten, die Logos. Dann schauen wir mal rein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Hier ist ein Einleger drin. Der betrifft hier das Label Out of Line. Bedeutet, das sind andere Releases beziehungsweise Merchandise, die es über das Label gibt. Okay. Und dann kommen wir
zum eigentlichen Booklet. So sieht das aus, Cover. Und hier geht's dann los mit den einzelnen Tracks. Die Bandmitglieder sind hier auch passend zum Albumtitel kopflos abgebildet. Und dann haben wir die einzelnen Tracks Wort für Wort abgetippt. Dann kann man das hier wunderbar mitlesen. Sehr schön. So, die Dame, die ist auch hier auf dem Cover, genau, der Piano-Version. Die ist zwar nicht kopflos, aber so die Hälfte ihres Gesichts fehlt. Wurde hier weggewischt. Dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen Bandmitgliedern. Also, wie heißen die Herrschaften und welche Funktion haben sie in der Band. Hier sogar mal mit Kopf, ausnahmsweise. So, und dann geht es hier weiter mit den Lyrics. Und zum Abschluss gibt es eine umfangreiche Danksagung der einzelnen Bandmitglieder und natürlich die Credits zum Album. Ja, soweit zum Booklet. Packen wir wieder rein, ebenso wie auch den Flyer. Kleine Zettelchen. Und dann geht es weiter. So, das ist die CD in Silber und Rot. Hier lesen wir auch wieder Unzucht, AGV-los. Und auf der Rückseite in Weiß und Grau wieder diese abgeblätterte Wand zu sehen. So, das war's zum Album. Wir kommen zum Bonusinhalt, zu der Bonus-CD. Die Piano-Edition. Auch hier wieder die Dame, wir haben sie ja vorhin schon gesehen, wieder das Thema mit kopflos, beziehungsweise ja, Kopf unvollständig, halb, wie auch immer. So sieht das aus. Und auf der Rückseite die Tracklist, 10 Stück. Hier gibt es keinen Barcode, denn das Ganze gibt es meines Wissens wirklich nur in der Box, also so einzeln nicht zu kaufen. Dann hier noch die Infos, wer hier beteiligt war und natürlich die CD in Weiß und Braun. Das Ganze so von der Optik wie auch die Folge-CD, die war ja in Silber und Braun, meine ich. In Silber und Rot war die Album-CD und die jetzt hier in Silber und Braun. Ja, sehr schön. Freut mich auch, dass die hier in so einem kleinen Digipack kommt und nicht einfach nur in so einer Papphülle. So, als nächstes haben wir etwas, was gar nicht so wirklich angegeben war auf der Box, denn ich glaube, warte mal. Nein, hier lesen wir tatsächlich nur Hand Signed Autograph Card. Also das ist eine handsignierte Autogrammkarte, aber noch mehr, denn wir haben hier auch gleichzeitig, wie gesagt, ein Zertifikat. Bedeutet, diese Box ist auf 999 Stück limitiert und meine Box ist in diesem Fall die Nummer 690. Dann haben wir hier auch alle vier Unterschriften drauf, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Also alle Bandmitglieder haben sich hier entsprechend verewigt mit schwarzem Stift und auf der Rückseite sieht das so aus. Also Zertifikat bzw. Autogrammkarte hier im Querformat. So, weiter geht's. Wir haben einen Patch mit dabei, der kommt ebenfalls im Querformat. Schwarz, Rot und Weiß und sucht AGV-los auch hier wieder zu lesen. Der Rahmen natürlich entsprechend dick vernäht. Kann man sich dann entsprechend an die Rückseite seiner Jacke, wo auch immer auf die Kleidung, auf den Rucksack, egal wo, drauf machen. Und als letzten Boxinhalt haben wir mit dabei, ich glaube so rum, ja, eine Fahne. Für eine Fahne eher kleiner gehalten, weil die meisten Fahnen sind ja echt so riesengroß, so dass du die ganze Wand damit tapezieren kannst. Die ist etwas kleiner, etwas kompakter. So, hier lesen wir Unsucht, AGV-los. Dann haben wir hier wieder das Covermotiv abgebildet, also abgeschnitten so bei der Schulter, der kopflose Dämon. An den Seiten hier entsprechend vernäht. Und auf der linken Seite haben wir hier nochmal eine stärkere Vernähung und hier nochmal silberne Metallelemente mit eingearbeitet. Also dann kann man das Ganze auch wirklich, wenn man möchte, als Fahne verwenden und das entsprechend aufhängen. So, dann packen wir die Fahne wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne im Querformat. Ebenso im Querformat der Patch. Dann haben wir die Bonus-CD. Piano nennt sich das Ganze. Also 10 Tracks hier in der Piano-Version. Die Autogrammkarte, die zugleich auch das signierte Zertifikat darstellt mit der Nummerierung. Und natürlich
das Album an sich, Akefalos von Unzucht, mit insgesamt 12 Tracks im Schulcase. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Akefalos von Unzucht. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unzucht unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.